Hier von mir ein kleines Video für euch da draußen. Das Infotainment-System vom Jimny in der Comfort Plus Ausstattung kommt genauso daher. Hier oben haben wir einen SD-Karten-Slot. Hier kann ich das Ganze an- und ausschalten. Da gibt es eine Home-Taste, Spracherkennungstaste und die Einstellung. Und die Lautstärke regle ich hier über diese Fläche, kann also hier so hoch und runter swipen. Fangen wir mal an mit der ganzen Musik. Da tippe ich einmal drauf. Die Kachel ist nämlich gleichzeitig eine Sprungmarke. Ich habe hier nicht nur DAB, sondern auch FM und AM als Quellen. Jetzt nochmal hier zurückgehe, kann ich dann immer darüber neue Sender suchen und mir die dann auch entsprechend, oh, jetzt habe ich Schlagerparadies gespeichert, wollte ich gar nicht, aber dann hier unten reinlegen und speichern. Und genauso funktioniert das natürlich jetzt, wenn ich FM nutze, wobei ich dann hier auch nochmal den Sender mit der Hand übers Swipen suchen kann oder nutzen kann. Und hier unten habe ich dann andere Kurzwahltasten wieder. Also Radio Bielefeld würde ich jetzt hier quasi ablegen und zack, habe ich das schon gemacht. Wieder oben auf die Taste, wobei, ja, dann habe ich hier noch einen Reiter Medien. Radio hatte ich ja eben, kann mein iPod anschließen, per Bluetooth streamen, per USB was nutzen, wenn ich Musik auf dem USB-Stick habe oder die SD-Karte entsprechend lesen. Ich habe jetzt mal mein iPhone hier und verbinde das mit dem System und da nutzt er dann auch sofort Apple CarPlay. Auch das ist dabei. Wenn ich jetzt hier nochmal auf die Home-Taste gehe, sieht man hier in dieser gelben Kachel, dass in Apple CarPlay geht natürlich auch Android Auto. Und so kann ich natürlich genauso das System nutzen. Wenn ich da raus will, dann immer über die Taste. Ich deaktiviere das jetzt nochmal. Habe jetzt den zweiten Fall. Ich möchte mein Telefon per Bluetooth nutzen. Zeigt er mir jetzt im Bluetooth-Dialog von meinem iPhone den Suzuki an. Das bestätige ich einmal. Jawohl, wird angezeigt. Sagt auf dem iPhone erlauben, so wie man das halt immer macht. Und dann ist das Telefon auch entsprechend verbunden. Jetzt zieht er sich hier die einzelnen Listen. Ich kann aber natürlich auch wieder über die Tonquelle jetzt gehen. Medien und per Bluetooth hier Medien abspielen. Gehen wir nochmal zurück. Am einfachsten immer die Home-Taste. Mein Telefon ist jetzt hier verbunden. Meine Kontakte sind hier abgelegt. Und ich kann aber auch über den Zifferblock wählen. Und ich habe hier auch nochmal die letzte Anruferliste. Ja, da müssen wir nichts mehr machen. Das lassen wir. Wenn ich jetzt das Telefon trennen möchte, also dauerhaft trennen, gehe ich hier einfach auf den Minusknopf und dann wird das auch entsprechend entfernt. Gut, wir haben auch ein Navigationssystem hier. Ich habe ja immer mein Standardziel. Das ist ein bisschen, also man geht wieder über diesen farbigen Knopf, sagt, neue Adresse möchte ich eingeben. Jetzt ist hier die zuletzt genannte Adresse. Jetzt nehme ich mal einfach was anderes. Suche Berlin. Und man sieht es, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schnell, das System. In Berlin gibt es die Elsa-Brandström-Straße. Genau, die möchte ich haben. Und die Hausnummer, sage ich mal, 23. Ich weiß nicht, wer da wohnt, ob es das gibt. Scheint es aber zu geben. Und sage jetzt Route berechnen. Jetzt habe ich hier die Navigation. 3 Stunden 26 werde ich fahren. 15.54 Uhr werde ich ankommen. 361 Kilometer, ja, ihr seht es ja selber. Und es ist jetzt 12.28 Uhr bzw. 12.29 Uhr. Kann ich gucken, hier gibt es auch noch Staumeldungen, sind aber im Moment keine da. Ach doch, es dauert nur ein bisschen, zumindest alle, zeigt er mir an. Man kann sagen, Autozoom. Und kann jetzt hier über Plus und Minus auch rein und raus zoomen. Und das wäre jetzt die ganze Strecke. Wenn ich das Ganze abbrechen möchte, gehe ich wieder oben auf die Taste, sage Zielführung abbrechen und bin wieder in dem Dialog. Habe hier auch letzte Ziele.
kann Favoriten natürlich anlegen oder auch Point of Interest suchen. Das wäre jetzt zum Beispiel natürlich interessant, wo ist die nächste Tankstelle? Und dann zeigt er mir hier an, nächste Tankstelle wäre die Jet-Tankstelle, wo soll ich hinfahren? Und auch das kann ich wieder mir als Route anzeigen lassen. Gut, auch das brechen wir jetzt ab. Dazu habe ich noch eine Spracherkennung. Bitte sagen Sie ein Kommando. Adresse Bielefeld, Wertherstraße 42. Sie können das Sprachmenü Telefon, Navigation oder Medium wählen oder direkt Ihr gewünschtes Kommando eingeben. Zum Beispiel eine Telefonnummer oder einen Kontaktnamen gefolgt von Anrufen, Adresse gefolgt von der Adresse oder einen Interpreten oder ein Album gefolgt von... Okay, hat er mich wohl nicht verstanden, ich breche mal ab. Kann ich das jetzt... So, jetzt ganz abgebrochen, das Ganze normal... Bitte sagen Sie ein Kommando. Adresse Bielefeld, Wertherstraße 42. Bielefeld, Wertherstraße 42. Ist das richtig? Ja. Bielefeld, Wertherstraße 42. Sie können die Zielführung starten oder Teile der Adresse ändern. Zielführung starten. Zielführung zum gewählten Ziel wird aktiviert. Und man sieht hier mal ganz schön, er hat ein Ohr oder einen Mund. Also wenn man was sagen kann, gibt er euch das Ohr und dann wisst ihr, da kann man also im Prinzip jetzt reden. Mal sehen. Bitte sagen Sie ein Kommando. Zielführung abbrechen. Möchten Sie die Zielführung abbrechen? Ja. Jetzt also das Ohr. Zielführung wird abgebrochen. Gut, das funktioniert auch ganz prima. Schauen wir uns nochmal die vier Kacheln an. Telefon haben wir, Zielführung haben wir, Hören haben wir. Was noch fehlt, ist kein Smartphone angeschlossen. Ich schließe jetzt mal mein Smartphone an. Jetzt hat er Apple CarPlay aktiviert. Auch auf meinem Smartphone wird das entsprechend angezeigt. Und ich habe jetzt hier die Apple CarPlay-Funktionalität. Jetzt aktiviere ich nochmal die Sprachführung. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel, Weilerstraße 42, Krefeld. Tja. Nicht so ganz, Baby. Also Apple CarPlay hat hier mal versagt. Nichtsdestotrotz, wenn ich also Apple CarPlay oder Android Auto dann aktiv habe, dann wird die Spracherkennung für das Smartphone entsprechend genutzt. Und das ist natürlich eine feine Sache. Jetzt machen wir das nochmal. Rufe Jens Stratmann an. Jens Stratmann wird angerufen. iPhone-Nummer. Moin, moin. Hallo Jens, ich teste gerade das Infotainment-System im Suzuki Jimny und wollte mal die Freisprechanlage ausprobieren. Kannst du mich gut verstehen? Höre lustigerweise gar nichts. Ich schätze mal, du fährst nicht ganz so schnell, oder? Nee, ich stehe sogar, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Also ich probiere das gerade im Stand aus. Aber ich meine, es reicht ja auch, ist ja schon gut, wenn man im Stand mal ordentlich reden kann. Ich finde ehrlich gesagt das Mikrofon nicht. Darum wundere ich mich so ein bisschen, wo ich hinsprechen muss. Aber es scheint ja ganz gut zu machen. Super. Alles klar, dann danke ich dir und leg mal wieder auf. Gerne. Bis dann, ciao, ciao. Super. So, und jetzt könnte ich noch einmal in die Einstellungen gehen, euch die einmal präsentieren. Wir haben also auch Klangeigenschaften, haben hier einen kleinen Equalizer, können die Töne entsprechend verändern, die Balance setzen und ja, haben dann noch zum Display Geschichten. Die Helligkeit kann ich hoch und runter regeln, die Uhrzeit hier einstellen.
und wie die ermittelt wird. Das ist natürlich schön, dass das per GPS funktioniert. Und scrollt jetzt hier mal hoch, aber die restlichen Sachen sind da nicht ganz so interessant. Gut, springe ich nochmal nach vorne. Tab in der Mitte jetzt auch nochmal eine Taste, quasi so eine Kurzwahltaste, wo ich alles erreichen kann auf einen Tipp. Wobei, wenn ich ehrlich bin, beim Fahren die jetzt zielsicher, doch, das geht ganz gut. Zu erreichen funktioniert auch. Ja, gewöhnungsbedürftig ist auf jeden Fall hier die Möglichkeit, das hoch und runter zu regeln, die Lautstärke. Allerdings habe ich auch am Lenkrad eine Wippe, auch da kann ich das einstellen, weil ich finde, hier das Swipen gibt halt sehr wenig Rückmeldung. Rundum, hier wird übrigens dauerhaft auch die Uhrzeit angezeigt, bin ich doch überrascht, was das System mir bietet, wenn ich überlege, dass ich hier im Auto sitze, was gerade mal 20.000 Euro kostet. Und da ist alles dabei, mittlerweile auch Apple CarPlay, das finde ich natürlich gut. Das soll es gewesen sein und nicht, dass ihr euch wundert, das Infotainment-System gibt es nur in der Comfort Plus Ausstattungslinie. Wenn man sich den Komfort, also den preiswerteren Jimny kauft, dann ist ein anderes System verbaut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da. Fragt, wenn ihr Fragen habt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.